Im heutigen Marktflüster versuche ich zu zeigen, dass die Erwartung der Märkte eigentlich nicht funktionieren kann. Deswegen der Titel Inflation und das Paradoxe der Erwartungen. Was meine ich damit? Wir haben ja seit Anfang November, seit dem 9. November genauer gesagt, seit dieser Meldung, ja, es gibt einen Impfstoff, haben wir im Grunde den Reflationstrade. Das heißt, die Sektoren, die vorher in der Corona-Krise ohne Impfstoff schlecht gelaufen sind, die sind dann wie wild gekauft worden. Energie, Materials, Industrials, also diese Bereiche, die besonders gelitten hatten, deren Unternehmen besonders viel Schulden machen mussten, um über die Runden zu kommen, die wurden gekauft. Tech wurde so ein bisschen gemieden zu diesem Zeitpunkt, aber das sind die großen Gewinner eigentlich des sogenannten Reflationstrades, also der Erwartung, dass die Inflation ansteigt, dass die Inflation zurückkommt. Warum erwartet man das? Weil man sich sagt, okay, wenn wir den Impfstoff haben, dann wird die Wirtschaft wieder normal laufen. Die Leute haben Geld gespart, die Leute haben wenig Geld ausgegeben im Lockdown. Dann wird die Nachfrage anziehen, zumal die Staaten und Notenbanken ja stimulieren, wo es irgendwie geht. Dementsprechend mit ansteigender Nachfrage wird die Wirtschaft noch weiter anziehen. Und wo Nachfrage ansteigt, da steigt dann eben auch die Inflation. Und deswegen spielen wir den Inflationstrade, deswegen kaufen wir diese Aktien, die dann von dieser Konjunkturerholung profitieren würden. Alles richtig. Und es gibt zunächst mal ja auch Anzeichen für Inflation. Hier mal ein kleines Streiflicht. Wir haben zum Beispiel hier in Europa jetzt stark steigende Preise für Milch. Also das, was ich immer wieder als Agrarrohstoffe bezeichnet habe, als Agflation bezeichnet habe. Hier sehen wir möglicherweise eine Trendwende beim Milchpreis. Also das, was tägliche Nahrungsmittel sind wie Milch, das steigt an. Weizen, Sojabohnen etc. etc. Mais, all das ist zuletzt deutlich angestiegen. Wir sehen inflationäre Tendenzen bei den Shipping Costs, bei den Kosten für Seetransporte, die haben sich vervierfacht teilweise auf der Strecke China nach Europa. Ich hatte das gezeigt, auch nach Los Angeles von China sind die Kosten deutlich nach oben gegangen, schon aus Mangel an Containern, wie es aussieht. Und wir sehen jetzt nach einem Modell von Morgan Stanley, dass der Welthandel jetzt wieder schon über dem Niveau von kurz vor der Corona-Krise ist, während es zum Beispiel damals bei der Finanzkrise ziemlich lang gedauert hat, bis das Niveau von vor der Finanzkrise, was den Welthandel betrifft, wieder erreicht wurde. Auch das spricht ja eigentlich für Inflation. Wir sehen ja hier Nachfrage, da ist Action, da passiert ja was eigentlich. Aber warum haben wir noch keine Inflation? Warum haben wir zum Beispiel heute von den Daten aus der Eurozone erfahren, dass wir insgesamt, also in der Eurozone insgesamt, eine faktische Inflation von minus 0,7% haben? Und auch in den USA schießen die Verbraucherpreise nicht gerade durch die Decke. Okay, jetzt könnte man sagen, faktisch haben wir ja Geldentwertung, weil eben die Vermögenspreise nicht mitgezählt wird. Und wie Sie vielleicht mitgekriegt haben, ist zum Beispiel der S&P 500 heute auf ein neues Allzeithoch gestiegen, der Russell 2000, der Nasdaq zwischenzeitlich mindestens alle auf einem neuen Allzeithoch. Also hier ein Stück weit Inflation. Die Immobilienpreise sind auch massiv gestiegen. Also ja, ja, wir haben schon Geldentwertung. Okay, aber eben nicht in den Dingen, die als Inflation bezeichnet werden, nämlich die Verbraucherpreise oder wie die Amerikaner sagen CPI. Als Messgröße. Und warum ist die nicht da? Weil wir faktisch zwar eine immense Ausweitung der Geldmenge haben, das ist hier das Ding, was nach oben zeigt, aber gleichzeitig eben die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes gesunken ist. Warum ist sie gesunken? Weil wir derzeit zum Beispiel in den USA eine Wirtschaft vor uns haben, die 600 Milliarden Dollar weniger an BIP praktisch auf die Waage bringt als vor der Corona-Krise. Und schauen wir uns mal in die Geschichte an zwischen eben der Geldmenge M1 und der Geldumlaufgeschwindigkeit, dann sehen wir, aha, es gab nur in den 70er Jahren eine Ausweitung der Geldmenge bei gleichzeitig wirklich auch einer deutlich über Null seienden Geldumlaufgeschwindigkeit. Und dann hatten wir Inflation. Seitdem geht die Inflation tendenziell zurück, gehen die Verbraucherpreise tendenziell zurück, weil selbst in Phasen der Ausweitung der Geldmenge dann die Geldumlaufgeschwindigkeit
sinkt. Wahrscheinlich wird eben die Geldmenge ausgeweitet. In Zeiten, wo eine Rezession ist, dann versucht die Notenbanken durch die Senkung der Zinsen entgegenzusteuern. Wenn dann die Wirtschaft wieder anzieht, dann hat man eben die Zinsen wieder angehoben, damit letztendlich dem Kreislauf wieder ein bisschen Liquidität entzogen. So erklärt sich vielleicht diese Zusammenhangslogik. Und wenn wir uns mal anschauen, dieser Reflationstrade, der ist jetzt bei den ganz großen Dickfischen, wird der gespielt. Die kaufen Industrials, die kaufen Emerging Markets, die kaufen Materials und so weiter. Also all diese Dinge, die von einem Aufschwung, von einer Nachfrageschub profitieren würde. Die halten sehr wenig Cash, die sind jetzt in defensiven Sektoren wie Healthcare nicht mehr groß investiert. Und wenn wir uns mal die ETF-Inflows anschauen, also das, was in die ETFs zuletzt geflossen ist, dann sehen wir Energie, Materials, Industrials, also diese Bereiche, die eben, wie gesagt, besonders stark zu profitieren scheinen. Das kaufen jetzt alle. Diese Werte sind am stärksten gestiegen. Es gibt nur ein Problem an der ganzen Überlegung dieses Reflationstrades. Wenn die Inflation wirklich kommt, dann wäre das schlecht für die Unternehmen, die jetzt gerade gekauft werden. Zum Beispiel Energie, zum Beispiel Materials, zum Beispiel Industrials. Warum? Weil diese Unternehmen sich sehr stark verschuldet haben, derzeit darauf angewiesen haben, dass sie sich sehr, sehr günstig Geld leihen können. Und ein Zusammenhang ist klar, es gibt gewissermaßen eine Trias zwischen einerseits Wirtschaftswachstum, Inflation und dann eben auch steigenden Zinsen. Anders geht es nicht, denn wenn ich jemand Geld leihe und das Geld entwertet sich durch Inflation, dann muss ich einen höheren Risikoausgleich verlangen. Und wir sehen hier zum Beispiel, derzeit sind alle sowieso optimistisch, die Record High, was Risk-Taking betrifft. Aber wir sehen auch dieses Risk-Taking, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, bei den Junk-Bonds zum Beispiel, deren Renditen heute auf ein neues Allzeittief gefallen sind. Also die Risikoprämien sind auf ein neues Allzeittief gefallen. Mithin verlangen also Investoren, weil sie davon ausgehen, ja, ja, guckst du, da wird sich die Wirtschaft erholen und das ist gut für diese Unternehmen. Dementsprechend werden die nicht pleite gehen, dementsprechend muss ich weniger Risikoprämie verlangen, wenn ich denen wirklich Geld leihe. So ist die derzeitige mentale Ausgangssituation. Aber diese Unternehmen sind hochgradig verschuldet und wenn die Inflation wirklich kommt, dann würden die Zinsen steigen, denn dann brauche ich als Investor, der ich diese Gelder verleihe an diese Firma zum Beispiel, dann brauche ich einen höheren Risikoausgleich, sonst frisst mir die Inflation praktisch alles weg, was ich an Zinsen bekomme und noch viel mehr, dann mache ich ein Verlustgeschäft und gleichzeitig steigt eben dann die oder wird die Tragfähigkeit dieser Schulden immer schwieriger, wenn wirklich jetzt eben die Kapitalmarktzinsen steigen müssen, weil eben die Inflation steigt. Das heißt, wir haben eine Situation, in der nicht nur Unternehmen ein Riesenproblem bekämen, wenn die Kapitalmarktzinsen, nicht automatisch die Leitzinsen, das ist ein Unterschied, die Leitzinsen sind gesetzt von der Notenbank, die Kapitalmarktzinsen sind die Zinsen, die am Markt verlangt werden, die können sich durchaus und deutlich unterscheiden von den Leitzinsen, aber wir sehen, dass dann natürlich der Effekt eintreten würde, man würde viel höhere Risikoausgleiche verlangen für eben die Entwertung des Geldes. Dementsprechend würde es für die Unternehmen immer teurer, die ganze Geschichte hier zu finanzieren. Sie müssten alle ihre Preise anheben. Dadurch würde sozusagen die Inflation weiter befördert werden. Und dann müssen die Löhne steigen. Wenn die Löhne steigen, dann steigen natürlich auch die Anforderungen für Risikoprämien, für Geldentwertung, dann muss die Fed möglicherweise, müssen die Notenbanken noch mehr Staatsanleihen kaufen, damit die auch die Renditen für Staatsanleihen nicht durch die Decke schießen. Also das wäre eine absolute Zwickmühle. Auf der anderen Seite können die Notenbanken praktisch die Zinsen nicht anheben, sonst ist die Staatsverschuldung nicht mehr finanzierbar. Also ein echter Teufelskreis. Eigentlich kann sich das keiner wünschen, dass die Inflation wirklich ansteigt, weil sonst uns praktisch diese Schuldenbombe direkt um die Ohren fliegt und vor allem auch den Zombie-Unternehmen, die wir jetzt derzeit so massiv durchfüttern. Also das ist ein gewisses Paradox der Erwartung. Man kauft jetzt jene Unternehmen, die nur scheinbar von der Inflation profitieren, aber wenn die Inflation wirklich kommt, dann die größten Lasten tragen würden, die schlechtesten Karten hätten. Dementsprechend ist da vielleicht ein kleiner Denkfehler. Auch vielleicht eine zu große Erwartung jetzt an diesen Stimulus. Hier mal eine Umfrage unter Amerikanern. Naja, wie lange würde dieser Stimulus, wenn er denn kommt, würde der reichen, wenn es jetzt zum Beispiel $2000 sind? Dann sagen mehr als die Hälfte, nämlich 53%, nicht mal ein Monat.
Das heißt, dieses Geld wäre schnell auf den Kopf gehauen, respektive in bisherige Altschulden reinvestiert, damit die nicht zu drückend werden. Das heißt, dieser Stimulus, der wird nicht sehr viel ändern. Wir werden vielleicht kurzfristig einen Nachfrageschub erleben, aber dann wird dieser Nachfrageschub auch sehr schnell wieder zurückgehen. Und wir sehen auch, was kann Biden jetzt als neuer US-Präsident denn eigentlich machen? Hier sehen wir mal aus den Jahren 2000 bis 2020, wie viele Gesetzesvorhaben etc. eingebracht wurden in den Kongress, nämlich über 5000. Und wie viel sind dann verwirklicht worden? 28. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Dinge, die Biden vorhat, hier durchgehen, ist äußerst gering, zumal ja die Mehrheitsverhältnisse sowohl im Abgeordnetenhaus, aber vor allem auch im Senat sehr, sehr knapp sind. Also da wird möglicherweise sehr viel weniger passieren. Was Sie hier sehen, sind zwei unterschiedliche Bilder. Das obere Bild, der Trump vor 4 Jahren, als er ins Amt eingeführt wurde, kam er sozusagen durch die Vordertür rein und jetzt ist er so ein bisschen durch die Hintertür rausgegangen, hat man das Gefühl. Wir sehen hier den Abgang dann beim Flugzeug und jetzt ein Artikel des Wall Street Journal, der sagt ja, er möchte vielleicht eine neue Partei gründen, New Political Party, und die soll Partei der Patrioten möglicherweise heißen. Das wäre das, was ich immer sage, die Republikaner stehen vor einer Spaltung. Wenn das passieren würde, wäre das ein Desaster für die Republikaner. Würde ein guter Teil der bisherigen Anhänger dieser Partei verloren gehen. Und das ist natürlich in einem System des Mehrheitswahlrechts, wo the winner takes it all Prinzipien gelten, natürlich dann eine absolute Katastrophe. Wahrscheinlich würde es Trump mit seiner Partei nicht schaffen, eben wirklich in diesem Mehrheitswahlsystem erfolgreich zu sein. Die Republikaner auch nicht, dann wären die Demokraten die großen Sieger. Das nur ein kleiner Ausblick. Und wir sehen, mit welcher Bürde jetzt, mit welchen Bewertungen Joe Biden ins Amt kommt. Wir haben damals unter Präsident Ford 40%, die Wall Street praktisch an Marktkapitalisierung in Relation zum amerikanischen BIP damals, Carter 47, Reagan 43, selbst Clinton noch mit 64%, Obama mit 60, dann Trump mit 125 und jetzt Joe Biden mit 190% in Sachen Marktkapitalisierung in Relation zum BIP. Das wird also eine ganz schwierige Geschichte. Die Bewertungen sind extrem hoch und wenn die Inflation nicht kommt und dieser, oder zumindest nicht so kommt, zumindest nicht dauerhaft kommt, zumindest nicht kommen darf, sonst explodiert die Schuldenbombe, dann muss man versuchen, diese Inflation irgendwie künstlich niedrig zu halten. Beispiel Japan hat man das ja auch versucht, da ist man ja im Prinzip mit dieser Verschuldung schon viel weiter als wir, auch mit der Demografie viel weiter als wir und dennoch ist der Aktienmarkt nicht nach oben explodiert. Bislang. Also es ist eine sehr komplexe, eine sehr schwierige Ausgangssituation. Wir haben Anzeichen für einen Anstieg der Inflation, zumal in Deutschland. Gucken Sie an die Tankstelle, massiv gestiegen die Preise. Wir sehen, dass die Mehrwertsteuer in Deutschland wieder angehoben wurde, nachdem sie vorher gesenkt wurde. Also wir werden ganz andere Zahlen jetzt zur Inflation, zu den Verbraucherpreisen im Januar bekommen. Die Zahlen, die heute vermeldet wurden, die waren aus dem Dezember. Aber das wird im Januar schon anders. Und dann wird die Sorge vor dieser Inflation größer werden. Die Frage ist nur, wie nachhaltig sind diese Impulse? Und ich glaube, sie sind nicht allzu nachhaltig und wir haben jetzt ein Niveau angesichts dieser Verschuldung. Da wäre die Inflation letztendlich für viele Unternehmen und viele Staaten tödlich. Deswegen darf sie irgendwie nicht kommen. Ich weiß nicht, wie das alles ausgehen soll. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.